Seitdem ich klar denken kann, und das war damals noch nicht lange der Fall, erst seit einigen Monaten würde ich schätzen, sammle ich seltene Wörter. Also eigentlich ist selten das falsche Wort, es sind eher einzigartige Wörter. Und was ich damit meine, ist, dass sie eine ganz bestimmte Sache beschreiben, für die es in anderen Sprachen keinen Ausdruck gibt. Wie zum Beispiel Ling, eines meiner 5 Lieblingswörter. Es kommt aus China und beschreibt das Geräusch, wenn zwei Jadesteine aneinander schlagen. Ich hatte noch nie Jadesteine in der Hand und war mir auch nicht sicher, was Jade überhaupt ist, weil es bei uns in der Siedlung vor allem Beton gab und höchstens ein paar Kiesel. Doch seitdem ich das Wort in einem von Herrn Resers alten Büchern gelesen hatte und in meinem Mund knetete wie Hubba Bubba, konnte ich mir vorstellen, wie es klingt. Ling. Wie alle meine einzigartigen Wörter habe ich es in das Heft mit dem braunen Ledereinband geschrieben, das meine Mutter mir einmal gescheckt hatte und das ich nun in einem Schuhkarton unter meinem Bett versteckte. Die Wörter, von denen ich die meisten in alten Büchern oder Lexika aufgestöbert habe, sind ganz verschieden. Manche einsilbig und bescheiden dürr, manche stolz und angeberisch mit vielen Vokalen, manche unaussprechlich und auf eine geheimnisvolle Art schön. Viele kommen aus Sprachen, die so eigenartig klingen, dass ich mich fragte, ob es sie tatsächlich gibt oder ob jemand, der so belesen und einfallsreich ist wie Herr Reser, sie nur erfunden hatte. Das mit den Wörtern und dem Heft war übrigens mein Geheimnis, das sage ich besser gleich, wobei es jetzt nicht mehr geheim ist, aber damals war es sogar mein monstergrößtes Geheimnis. Ich hatte mir geschworen, niemanden von meinem Heft zu erzählen, woran ich mich gehalten hatte, naja, jedenfalls bis ich es Juri verriet. Juri, aber dazu komme ich später noch, war schöner als das schönste Wort, das ich kannte. Ich hatte gehofft, ich könnte sie mit meinen einzigartigen Wörtern beeindrucken und gleichzeitig hatte ich befürchtet, sie könnte mich hart auslachen. Was Juri natürlich nicht tat. Stattdessen schmunzelte sie, was vielleicht noch schlimmer war, denn ihr Schmunzeln war schwer zu deuten und ich mir nicht sicher. Schmunzelte sie mich an oder schmunzelte sie mich aus? So war das und all das gehört zur Geschichte, obwohl ich eigentlich etwas anderes erzählen wollte. Ich wollte erzählen, dass mir ein Wort fehlte. Egal, wie oft ich auf neue Wörter stieß und sie in mein Heft eintrug, ich konnte es nicht finden. Es war das Wort, das beschreibt, was mir passiert war. Das beschreibt, wie es ist, wenn du den Ort, den du am meisten liebst, verlassen musst. Der Ort war Klein Krebsloh, aber das sagte keiner von uns. Wir sagten einfach die Siedlung und eigentlich war die Siedlung auch gar nichts Besonderes, außer dass sie mein Zuhause war. Und eigentlich hatte ich die Siedlung auch nie sonderlich geliebt, bis mir klar wurde, dass ich mich von ihr trennen musste. Das ist 2 Jahre her, ich war 13 und es war Sommer und es ist kein Wunder, denn damals war ja irgendwie immer Sommer, obwohl das bei genauer Betrachtung vermutlich auch Quatsch ist, aber was kein Quatsch ist und woran ich mich mehr als nur schemenhaft erinnere, ist, dass dieser Sommer unerträglich war und heiß, wobei er nicht unerträglich war, weil er so heiß war, sondern weil mein ganzes Leben ruiniert war. Ruiniert ist ein anderes, ein vornehmeres Wort für versaut, weil sie mich angelogen und mich verraten hatten. Sie sind meine Eltern. Sie, Eltern, ruiniert, versaut, das dachte ich, während ich im Bett lag, mit geschlossenen Augen. Im Zimmer rechts von mir, nur getrennt von einer dünnen Wand aus Gipskarton oder so, schlief Nina, meine kleine Schwester. Im Zimmer dahinter machten meine Eltern sich allmählich bettfertig. Nur ich fand keine Ruhe. Normalerweise, wenn ich zu aufgewühlt zum Schlafen, aber zu müde zum Lesen war, stellte ich mir vor, wie die Helden der Romane, die ich so liebte, aus ihren Büchern krabbelten und zum Leben erwachten, wie sie sich streckten und beugten und dann behutsam an den Rand meines Regals aus Birkenfurnier tänzelten, sich hinsetzten und mir, die Beine in der Luft baumelnd, von ihren Abenteuern erzählten. Frisco Kid und Harker, der Sohn der großen Bären, waren meistens da und manchmal, wenn sein Floß ihn an mein Ufer trieb, auch Huckleberry Finn. Doch seit einiger Zeit waren Harker und die anderen verschwunden. So sehr ich mich auch anstrengte, so sehr ich sie anflehte, zurückzukehren, sie tauchten nicht wieder auf. Sie hatten mich im Stich gelassen. Ich wusste nicht, ob es etwas mit diesem Klardenken zu tun hatte. Ich wusste nur, ich konnte mich bloß noch auf mich selbst verlassen. Ich, Sascha Labude, der, Held dieser Geschichte und wahrscheinlich der einsamste Mensch der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik oder meinetwegen auch der Bundesrepublik. Im Grunde war das egal. Entscheidend war das einsam. Und dass ja niemand auf die Idee kam, meinen Namen französisch auszusprechen, das hasste ich, nämlich nicht Büt oder Büdé, einfach nur La und Bude. So wie die Pommesbude.
Es ist auch so ein Roman tatsächlich, wie verändert Sprache, was macht Sprache mit dem Leben, wie gestaltet Sprache das Leben oder Kreativität, wie prägen Träume auch die Phase des Lebens oder die Phasen des Lebens. Ja, also absolut, da würde ich Ihnen sehr zustimmen. Sie haben ja vorhin gesagt, das Buch würde Sie ein wenig an Chick erinnern, was mich natürlich sehr ehrt, weil es ein Buch ist, was ich sehr liebe. Der Unterschied ist natürlich, dass Chick ein Roadtrip ist. Mhm. Da brechen die ja auf zu einer Reise. Und im Unterschied dazu ist, mein Buch spielt ja in diesem engen Mikrokosmos der Siedlung, der für die drei Kinder irgendwas Normales hat, weil das einfach die Welt ist, die sie kennen, in der sie aufwachsen. Gleichzeitig spüren sie vielleicht schon, zumindest unbewusst, dass das auch ist, was etwas ist, was sie einengen könnte. Und ich glaube, dass sie ihre Begabung oder ihnen Begabung so folgen. Also Sonny der Musik, Sascha in den Wörtern und Juri dem Universum, der Astronomie, der Physik, sich für diese Dinge der Unendlichkeit interessiert, ist auch so etwas, ein Versuchs, diesem engen Mikrokosmos entfliehen zu wollen oder nach den Sternen greifen zu wollen und sich vielleicht in eine andere Wirklichkeit wegzuträumen, weil diese Aufgabe oder diese Funktion hat der Kunst schon manchmal auch für uns. Nachdem ich meine Schwester verscheucht hatte wie eine lästige Fliege, holten Juri und ich uns im Spar von den 20 Mark für mein Zeugnis ein Glas Würstchen und eine Tube Senf, 4 Dosen Fanta Mango und eine Tüte Milky Way. Anschließend führte Juri mich in den Wladislaw-Wolkow-Weg, eine kleine Straße, die parallel zu der verlief, in der sie wohnte und die in einer Sackgasse endete. Die meisten der Wohnungen dort standen leer, auch der Parkplatz sah verwaist aus. Wir gingen zum Aufgang Nummer 9. Die Tür, auf der ein Riss durchs Glas zackte, war nur angelehnt. Als wir am 5. Stock angekommen waren, nahm Juri eine lange Stange von der Wand und öffnete damit eine Luke an der Decke, an der eine ausklappbare Treppe aus Holz befestigt war. Zuerst stieg Juri nach oben. Sie schien nicht zum ersten Mal hier zu sein und er klomm die Treppe ebenso flink wie leichtfüßig. Dann war ich an der Reihe. Verzagt tangelte ich mich Stufe für Stufe nach oben, bevor Juri mir ihre Hand reichte und mir aufs Dach half. Es war ganz flach und mit Teerpappe versiegelt, dennoch hatte ich das Gefühl, das Dach würde unter mir schwanken, als ich meinen Fuß draufsetzte, ganz so, als befände ich mich auf dem Deck eines Bootes, das kurz davor war zu kentern. Vorsichtig setzte ich einen Fuß vor den anderen und krauchte zu Juri, die schon an den Rand getänzelt war. Unter uns lauerte der Abgrund.